Erst einmal herzlich willkommen zu diesem Seminar anlässlich des Internationalen Aneredie Days zum Thema, warum sollte man Acht geben auf die Hornhaut, wenn man eine Aneredie hat. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Denise Töw-Sennig. Ich bin Vorsitzende der AWS Aneredie Waage e.V. und Vorstandsmitglied der Aneredia Europe. Meine ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Patientenbetreuung, Vernetzung von Ärzten und Patienten sowie auch dem Anstoßen der Forschung begann vor 9 Jahren, kurz nach der Geburt meines Sohnes Colin, der an einer angeborenen Aneredie leidet. Leidet ist eigentlich ein falscher Ausdruck, denn er leidet nicht wirklich darunter, er lebt ganz normal damit und führt auch ein sehr glückliches Leben. Dies ist jetzt mein, ja, erstes Webinar und ich hoffe, dass die Technik jetzt hier nicht versagt und ich gut verstanden werde. Ich werde jetzt zunächst berichten, warum die Pflege der Hornhaut bei Aneredie so wichtig ist. Danach können Sie gerne Fragen stellen zum Thema. Ich zitiere zunächst aus einem Bericht des Forschungszentrums für limbale Stammzelltransplantation an der Augenuniklinik in Homburg-Saar unter der Leitung von Frau Professor Dr. Kessmann-Kellner. Eines der Hauptprobleme bei Aneredie-Patienten sind die fortschreitenden Hornhauttrübungen durch die mangelnde Regeneration der Hornhaut. Es kommt zu Hornhautnarben mit Gefäßeinsprossungen und damit zu einem weiteren Abfall der Sehschärfe. Die Hornhaut selbst ist höchst wichtig für das scharfe Sehen, denn sie bildet die Hauptebene für Lichtbrechung und damit für die Bildfokussierung. Eine Vielzahl von Symptomen, die die Hornhaut betreffen, das ist der vordere durchsichtige Teil des Auges, der Iris und Pupille bedeckt, wird durch einen Mangel an limbalen Stammzellen verursacht. Die äußerste Schicht der Kornea ist das Epithel. Es dient der Kornea und dem Auge als wichtigste Barriere nach außen und schützt sie vor mechanischen Einflüssen. Ähnlich wie auch in der Haut bedeutet das einen hohen Verschleiß der Epithelzellen. Durch die starke Belastung werden tote Zellen ständig abgestoßen und müssen durch neue Epithelzellen kontinuierlich ersetzt werden. Dafür sind die limbalen Stammzellen zuständig. Die anderen Zellschichten der Hornhaut sind weniger stark belastet und ihre Regeneration erfolgt durch einen anderen Mechanismus. Im gesunden Auge behalten die limbalen Stammzellen ihre Fähigkeit zur Zellteilung und damit zur Hornhautregeneration ein Leben lang bei. Bei Aneredie-Patienten ist der Limbus oft gestört. Die Stammzellen fehlen dann entweder teilweise oder sogar ganz. Man bezeichnet diesen Zustand als limbale Stammzellinsuffizienz. Dabei wandern Keratozyten aus dem Stroma in die zentrale Kornea ein und bilden ein narbenähnliches Gewebe, das nicht mehr klar und durchsichtig ist. Nach und nach wachsen Blutgefäße in die Kornea ein und letztendlich nimmt dadurch auch die Sehschärfe ab und es kann zu einer Entzündung der Hornhaut und zu immer wiederkehrenden Schäden der Oberfläche, dem Epithel, kommen. Daher ist es notwendig, die Hornhaut von Anfang an zu schützen und zu pflegen. Wir empfehlen bei Säuglingen bis zum ersten Lebensjahr die Gabe von Bepanthen-Augencreme am Abend, am besten vor dem Schlafen und mindestens 10 Minuten nach der eventuellen Gabe von anderen Medikamenten wie augendrucksenkenden Tropfen etc. Wobei hier zu beachten ist, dass die angebrochene Tube nur eine Woche im Auge auch verwendet werden darf. Danach muss eine neue Tube angefangen werden und das reicht auf Dauer auch nicht aus. Und ab dem ersten Lebensjahr sollte deswegen zusätzlich mehrmals täglich dieses Kornerigel Edo, das sind auch Augentropfen, verabreicht werden. Bei Kindern über einem Jahr und erwachsenen Betroffenen gilt es ebenso, die Pflege mit Bepanthen Augencreme und Kornerigel Edo oder Evotheas. Außerdem sollte man darauf achten, dass bei windigem Wetter, bei Arbeiten, wo Staub und Späne etc. in die Augen gelangen können, die Augen immer durch eine Brille geschützt sind. Bei Schwimmbadbesuchen empfehlen wir vor und nach dem Schwimmen die Gabe von Kornerigel Edo und eine getönte, gut abdichtende Taucherbrille, da auch das Chlor die Augen reizt. Im Moment bleibt uns leider nur die Prävention, das heißt, die Augen so gut es geht und kontinuierlich, wie beschrieben, zu schützen, um eine Schädigung der Hornhaut zu vermeiden und die Sehkraft zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Tragen von Kontaktlinsen. Es gibt Fälle, bei denen Kontaktlinsen zwar kein Problem ist, jedoch ist es ratsam, dies zu vermeiden. Kontaktlinsen sind Fremdkörper, die die Hornhaut reizen und schädigen können. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Kinder nicht am grauen Star operiert werden sollten, wenn keine zwingende medizinische Notwendigkeit besteht.
Ein Polstar, das ist ein angeborener, punktförmiger, grauer Star, muss nicht operiert werden, da dieser in der Regel nicht mitwächst. Anders ist es mit einem später erworbenen grauen Star. Hier sollte nur der Fachmann operieren. Spezialisten auf dem Gebiet sind Professor Dr. Berthold Seitz von der UKS in Homburg-Saar sowie Professor Dr. Arne Fiestens von der UKH in Halle. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Wenn irgendwie man mir hier Fragen stellen kann, dann bitte gern. Aber irgendwie funktioniert die Chatfunktion nicht. Das wäre es. Danke. Thank you for all what you're doing today and last week. Okay, thank you very much. Bye. Thank you very much, Denise. Yes, bye-bye. Bye-bye.